Chicken Parm. Geboren in Bella Italia, perfektioniert in den Staaten. Knusprig, tomatig und cheesy. Was will man mehr? Hähnchenbrust tut ihren Job hier, ist aber sehr dick und zu trocken. Deswegen nehmen wir Hähnchenoberkeule, dünn, schöne Fettmarmorierung und verdammt saftig. In drei Schalen bereiten wir unsere Panierstraße vor. In die erste kommt Mehl und Gewürze nach Wahl, für mich Pfeffer, Knoblauch und Paprikapulver. Salz lasse ich weg, da in der Panade Käse ist, der gibt genug Salz ab. Die Hähnchenteile ins Mehl und von allen Seiten mehlieren, von da aus in ein aufgeschlagenes Ei, auch wieder beide Seiten und zum Schluss noch in unser vorbereitetes Panko. Aber nicht nur Panko, sondern gemischt mit frisch geriebenem Parmesan oder Pecorino-Käse. Ungefähr in gleichen Teilen. Beide Seiten mehrmals im Panko wenden und ruhig ein wenig festdrücken, denn Panko macht das Fleisch zwar schön knusprig, aber durch die grobe Textur bleibt weniger haften, also kann man hier ruhig etwas beherzter sein. Von da aus auf eine Ablage, bevor wir unsere Tomatensoße vorbereiten. Etwas Olivenöl in eine Pfanne, in unserer Pfanne eine Zwiebel und ein bis zwei Knoblauchzehen glasig anschwitzen. Dazu noch ein paar gerupfte Blätter frisches Basilikum für den Geschmack. Im Öl kann das Ganze jetzt etwas Aroma entfalten. Ablöschen mit einer Dose stückigen Tomaten. Die Hitze ein wenig reduzieren und mit grobem Meersalz und schwarzem Pfeffer abschmecken. Temperatur runter und ziehen lassen, bis das Fleisch fertig ist. In einer großen Pfanne genügend Frittierfett, um den Boden vollständig zu bedecken. Und wenn das Fett heiß genug ist, kommt unser Fleisch mit hinzu. Das Fett sollte heiß genug sein, damit das Fleisch eine schöne Kruste bekommt, aber nicht zu heiß, damit der Käse nicht verbrennt. Wenn das Fleisch an den Seiten eine schön goldbraune Farbe bekommt, wenden und auf der anderen Seite noch einmal für 5 bis 6 Minuten knusprig braten. Zum Anrichten kann man klassisch Spaghetti servieren oder wie hier auf ein wenig Rucola-Salat fürs gute Gewissen. Wer weiß, dass er das Fleisch sofort isst, kann gerne obendrauf das einreduzierte Tomatensugo geben. Sollte es aber länger liegen, empfiehlt es sich, die Tomaten separat zu servieren, damit das Fleisch schön knusprig bleibt. Und wer jetzt sagt, hey, Käse in der Panade schön und gut, aber da geht noch was, der darf gerne obendrauf noch Mozzarella-Käse geben. In diesem Sinne, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.